Wie versprochen, nun der Creality Falcon 2 mit 22 Watt. Hallo liebe Laserfreunde. Diodenlaser stehen gerade ganz hoch im Kurs und die richtige Wahl zu treffen, fällt einem immer schwerer. Ich war selbst schon sehr neugierig, was den Falcon 2 denn nun zu etwas Besonderem macht und wo seine Alleinstellungsmerkmale sind. Es fängt damit an, dass es bei diesem Laser nicht wirklich viel zum Auspacken gibt. Warum? Der Laser kommt schon fast vollständig aufgebaut. So kann man den gesamten Rahmen fertig montiert aus dem Karton entnehmen. Im Lieferumfang das Lasermodul und ein Kompressor, Anschlusskabel mit Netzteil, Sticker und Anleitung, Testmaterial, eine Werkzeugbox, die Beine und Beinverlängerung. Und das Wichtigste, eine Schutzbrille. Das enthaltene Honeycam zähle ich nicht mit auf, da dieses wohl nicht Standard im Lieferumfang ist. Aber was ist denn nun so anders? Der Laserrahmen erinnert mich zunächst durch die Breite der X-Achse an den X-Tool D1. Die Front ist abgeschrägt und verbaut ist hier kein Display, sondern eine Drucksensorplatte mit einfachen Steuerbefehlen. Rauf-runter, Homing, Rahmenfahrt und ein Start- sowie Pauseknopf. Es gibt ein Schloss und ein Notausschalter. Seitlich die Anschlüsse. An-Aus, Netzstecker USB-C und ein Platz für eine TF-Speicherkarte. Von der Rückseite die Platine, geschützt mit einer Blende. Lediglich Notausschalter und Schloss sitzen mit passendem Ausschnitt davor. So kann die Blende beim Abnehmen darüber entfernt werden. Die Antriebswelle wird im Gegensatz zu anderen Lasern mittig über einen Schrittmotor gesteuert. Entlang des Rahmens ein dickes Datenkabel mit Anschluss an eine weitere kleine Platine zum Anschluss für den Endstop und das Lasermodul. Auf dem Board selbst die Steuerung zur Luftminderung der Luftzufuhr, geregelt von außen mit einem Stellrad sowie der Anschluss des Kompressors. Der Endstop in einem kleinen Schutzgehäuse. Kabel mit festen Kabelführungen und Klemmen verlegt. Ich glaube, hier muss man nicht viel sagen. Das Kabelmanagement ist vorbildlich. Die X-Achse ist sehr massiv, läuft auf Schienen und die Transporträder sind komplett verschlossen. Die kleine Schraube oben für das Zahnrad zum Nachspannen des Zahnriemen. Von der Rückseite zu erkennen eine kleine Stellschraube und das Zahnrad. Auch hier ein Endstop. Diesmal in einer offenen Bauweise. Es gibt insgesamt 4 Stück. Auf der linken Seite vorne hinten und jeweils rechts links an der X-Achse. Der Modulschlitten auf der X-Achse läuft ebenfalls auf Schienen. Der Schlitten und die Transportrollen bilden ein geschlossenes System. Lediglich eine Rolle ist auf der Rückseite unten zu sehen. 2 kleine Rändelschrauben halten später das Modul. Auf der X-Achse ein weiteres Board, das Adapterboard. Hier werden Endstop, Schlauch, Datenkabel und Schrittmotor angeschlossen. Anschlusskabel und Schlauch sind gummiert, steif, aber flexibel genug, um Knicke zu vermeiden und sich dennoch leichtgängig bewegen zu können. Seitlich des Rahmens, noch hinten führend, eine Führungsschiene. Diese führt die Kabel mit einer sauberen Bewegung und hält die Kabel vom Arbeitsbereich fern. Wo es einen Eingang gibt, gibt es auch einen Ausgang. Der Schlauch vom Adapterboard zum Lasermodul. Auf der Achse eine Klemme zur festen Positionierung des Schlauchs. Von der Unterseite angeschlossen der Schrittmotor des zahnriemengesteuerten Lasermoduls. Sowie der zweite Endstop der X-Achse. Auf dem Board der Hinweis, dass das Lasermodul nicht in Betrieb eingesteckt werden darf. Seitlich, mit einem praktischen Stellrad, lässt sich neben der Softwaresteuerung die Luftzufuhr noch zusätzlich regulieren. Darunter wird der Kompressor angeschlossen. Zur Vollständigkeit hinten im Rahmen noch der letzte Endstop. Die Arbeitsfläche ist 400 x 415 mm.
Was hier im Gegensatz zu anderen Lesern schon mal auffällt, ist ganz klar seine Kabelführung. Für mich wirklich eine der besten Systeme. 4 Endstops, 3 Verteilungen. Und vom Gefühl her ein unglaublich sauber und robuster Laser. Auf das Lasermodul und seine 3 Leuchtdioden gehe ich gleich noch ein. Die Montage hat mich gezwungen, diesen Teil des Videos kurz zu halten. Denn hier ist, glaube ich, das zeitaufwendigste, die Beine zusammenzuschrauben. In 2 Teilen mit jeweils einer Höhe von 35 mm und 30 mm, was eine Gesamthöhe unter dem Rahmen von 65 mm ergibt. Das Lasermodul mit 22 Watt Ausgangsleistung. Auf die 22 Watt kommt man bei gleich 4 Dioden à 5 Watt. Einem Spot von 0,1 x 0,1 mm. Zur Reinigung ist die Düse des R-Assists einfach abzuschrauben. Auf der Oberseite ein kleiner Reset-Knopf. Gedrückt wird dieser nach einem behobenen Alarm. Die Kontrolllämpchen zeigen den Fehler an. Der Reset-Knopf setzt diese wieder zurück. Zu den Sicherheitsfunktionen später noch einmal mehr. Auf der Unterseite eine orangene Schutzblende, integriert im Modulgehäuse und nicht abnehmbar. Modul einschieben und mit den Rändelschrauben fixieren. Den Schlauch für die Luftzufuhr einstecken. Und das Modul mit dem Adapterboard verbinden. Zur Stabilisierung die Kabel noch mit etwas Flauschband verbinden. Jetzt noch die Anschlüsse, wenn nicht schon gemacht, Kompressor, Stromzufuhr und bei Bedarf die TF-Karte einschieben. Ich rate dazu, die Daten solcher Karten immer vorher einmal zusammen mit den GRBL-Einstellungen gut auf einem anderen Medium oder PC zu sichern. Der Laser ist einsatzbereit. Die Einrichtung in Lightburn übernimmt Creality. Eine Definitionsdatei mit allen einrichtungsrelevanten Einstellungen befindet sich auf der beiliegenden Speicherkarte. Im Reiter Laser über den Punkt Geräte muss er lediglich importiert werden. Die Definitionsdatei ist auf meiner Karte im Ordner Software Lightburn zu finden. Ich wähle sie aus dem englischen Ordner. Nach dem Öffnen ist Lightburn um den Creality Falcon 2 schlauer. Okay, beendet das Gerätemenü. Laser auswählen und den COM-Port auswählen. Bei mir ist dieser nicht sichtbar, da ich den Laser mit einem anderen Gerät betreibe. Natürlich können hier auch Programme wie die kostenlose Variante LaserGRBL verwendet werden. Den Fokus einstellen. Der Fokus ist fix und so gibt es ein kleines Treppenmodell zur perfekten Einstellung verschiedener Materialstärken von 1 bis 3 mm, 4 bis 6 und über 6 mm Stärke. Die kleine Treppe mit passender Stufenhöhe zwischen Material und Modul legen und das Modul darauf absenken. Fixieren, fertig. Einmal zusammengefügt die Sicherheitsfunktion des Falcon 2 und Aktivierungs- sowie Deaktivierungseinstellung in GRBL. Der Laser erkennt Neigungen. Also kippt wieder mal ein Laser vom Tisch, erkennt er dieses und stoppt. Der auffällige Notausschalter. Außerdem zur Positionierung in alle Richtungen Endstops, einer Schutzblende am Modul und gegen unsachgemäße Verwendung ein Schloss. Als kleiner Hinweis, ich war ein wenig irritiert, denn mein Testlaser wurde verschlossen geliefert. So ging er nicht an und ja, Schlüssel nehmen, aufschließen, läuft. Die Alarmfunktion beim Lasermodul. Es wird angezeigt, ob der R-Assist an oder aus ist oder ob die Luftzufuhr verringert wurde. Es gibt einen Flammenalarm und einen Alarm, wenn die Linse eine Verschmutzung aufweist. Wie erwähnt, auf der Oberseite ein Reset-Knopf, um die Lampen nach Behebung wieder zurückzusetzen. Die Alarmfunktionen können in den GRBL-Einstellungen, zum Beispiel in Lightburn, im Reiterkonsole aktiviert oder deaktiviert werden.
hier in der Übersicht die einzutragenden Werte. Der jeweilige Wert wird in die Konsole eingegeben und mit Enter bestätigt. Der Wert wird dann auf das Mainboard gespeichert. Mein erster Test gleich ein Härtetest mit vollem Erfolg. Eine Gravur und ein Schnitt durch 10 mm Multiplex. Eine komplexe Form. Kein Kreis am Rande. Meine kleine Elise. Wer kennt sie noch? Meine kleine Giraffe von der XXL-Spiegelgravur. Nach 3 Durchgängen ist Elise aus dem Holz gefallen. Meine Einstellung 150 mm pro Minute bei 100% Leistung und 3 Durchgänge. Und die Gravur 8100 mm pro Minute, 50% Leistung. Auch wenn meine Hände etwas Ruß angesetzt haben, geben die Kanten kaum bis gar kein Ruß ab. Multiplex ist unglaublich hart. Auf der Rückseite leichte Rauchspuren, aber keine Verbrennung. Am kleinsten Knick beim Schwanz ist die Laserkraft vielleicht etwas zu andauernd auf kleinstem Raum. Ich schätze, dem Möbelbau steht nichts mehr im Wege. Ich bin beeindruckt. Die Giraffe 2.2. Warum 2? Hier sind es gleich 20 mm. Ein Schicht Leimholz. Das Brett hat schon einige Versuche anderer Laser hinter sich. Der erste Test, ein Kreis mit 3 Durchgängen. Der Kreis, hier nicht sichtbar verschluckt vom Lasermodul, ist raus. Also weiter zur Gravur Giraffe und Schnitt. Ich habe beides mit denselben Parametern des Multiplex gestartet. Schicht Leimholz. Es lässt sich schneiden. Der Kreis sauber und ohne Probleme. Auch die Giraffenoberseite sieht ganz ordentlich aus. Hier wäre ein Schnitt mit weniger Leistung und mehr Durchgängen eventuell besser gewesen. Aber das Ergebnis auf der Rückseite: verbrannte Füße, die Schnittkante leicht verkohlt und die Schicht im Inneren hat doch sehr gelitten. Ich bleibe dabei, mehr Kraft macht ein Holz nicht besser. Edelstahlfarbe. Ja, auch das kann der Laser. In meinem Testmaterial befand sich eine kleine Edelstahlplatte. Zunächst habe ich mir einen kleinen Parametertest gebastelt. In 5 bis 10 Schritten unterteilt, mit verschiedensten Linienabständen, habe ich den Test dann mutig gestartet und ziemlich schnell gesehen, dass ich eigentlich nichts sehe. Was hier also recht sonderbar aussieht, ich habe den Test immer wieder pausiert und mit 9 verkleinerten Parameterfeldern gestartet. Was gut und schnell sichtbar war, die Farbe Blau. So war ich also auf dem richtigen Weg. Im Licht betrachtet hatte ich dann wunderschön unterschiedliche Farben. Ich habe gelesen, verschiedene Materialstärken können die Parameter stark variieren lassen. Deshalb möchte ich hier mal keine Parameterangaben machen. Edelstahl-Anhänger. Ich dachte, ich hole mir gleich mal ein Vorratspack an kleinen Edelstahlanhängern, 23 mm, die ich euch dann mal nicht in die Videobeschreibung stellen werde. Vorab, der Laser hatte ja schon bewiesen,
dass er 1a Edelstahl gravieren kann. Zur Positionierung habe ich mir eine Schablone geschnitten. So kann ich die Anhänger bequem einlegen und man braucht sich nicht weiter um die Positionierung des Lasers kümmern. Ein Kreis in Größe des Anhängers und ein engmaschiges Muster, so wie der kleine Drehkart. Ich habe verschiedene Einstellungen um 1400 mm pro Minute und 80% Leistung gemacht, zwischen einem Linienabstand von 0,9 und 1,3 mm. Die Gravur ist bei der Größe recht gut ausgefallen. Jedoch ist das Material so dünn, dass die Hitze es stark verbiegt. Hier bleiben also nur starke Veränderungen in Leistung und Geschwindigkeit. Zum Glück hatte ich ein Vorratspack an Anhängern. Mit erhöhtem Linienabstand bleibt das Motiv für das Auge gerade noch flächig und der Anhänger bleibt gerade. Bärchen 10.000. Ich habe diesen süßen kleinen Kerl bei Etsy gefunden, da bei uns gerade keine rumliefen. Ein schwarz-weiß Bild. Gewählte Parameter 10.000 mm pro Minute und 40% Leistung, 254 dpi und im Bildmodus Jarvis. Vielleicht könnte man hier noch ein wenig am Kontrast arbeiten. Auf der Karte vom Falcon 2 ein Vogelmotiv. Da dies auch in einer Anleitung beschrieben ist, werde ich, wie wohl auch andere Reviews dazu, diese Datei nutzen. Das Holz ein Pappelsperrholz, ca. 2 mm. Die geöffnete Datei enthält die Werte von 700 mm pro Minute und 100% Leistung. Ein Durchgang. Das Schnittbild ist wirklich sauber. In diesem Abschnitt geht es um ein kleines Projekt, ein Tablett. Ich habe mich wieder dem dicken Holz zugewandt, da diese Platten aber auch immer teurer Rohstoff sind und ich es nicht verschwenden möchte, versuche ich zumindest, es sinnvoll zu zerlasern. Ein freier Schnitt in voller Länge. 16 mm Fichte. Mein zweiter Schnitt. Natürlich war die Schnittlinie zu kurz. So musste ich kurzerhand die Enden ein wenig nachschneiden. Dazu hatte ich mich auch noch vermessen. Und der Schnitt lag dann leider doch zu weit am Honeycomb, wie man gleich noch sieht. Auf dem Brett sollten laut meinem Plan die Seitenteile, die Griffteile und ein Parametertest sein. Also zunächst der Parametertest. Als nächstes die Seitenteile und ein Griff. Bei diesem Schnitt meldet das Modul eine Flamme und zusätzlich die Linsenreinigung an. Zur Reinigung die Düse einfach abschrauben und bei Bedarf die Linse mit einem Wattestäbchen und etwas Isopropanol reinigen.
Und warum heißt dieses Kapitel in der Überschrift 16 und 18 mm? Durch meinen unsauberen Schnitt auf dem Handicap ergab sich eine hässliche Brandspur. So habe ich das Brett falsch positioniert und meinen Platz für den zweiten Griff verschenkt. Ein zweites Brett musste her, aber diesmal 18 mm. Die Schnittkanten können sich sehen lassen. Es gibt kaum Rußabtrag und es passt prima. Da es ein kleines Projekt ist, werde ich es noch ein wenig überarbeiten. Ich möchte es auf alt trimmen. Vorab aber noch einmal genauer die Ergebnisse der Schnitte. Das Ergebnis meines freigestellten Parametertests zeigt, dass schon ab einem Durchgang der Laser durch das Material ist. Auf der Unterseite auch mein Fehlschnitt auf dem Rand des Honeycomb. Dennoch ein erstklassiges Schnittergebnis. Leider lassen sich Asteinschlüsse auch hiermit nur zu ungern schneiden. Eine schnörkelige Gravur im Innenbereich und an den Seiten soll ein wenig nachhelfen, dem Tablett ein wenig Charme einzuhauchen. So wirkt es ja nun doch etwas zu klobig. Es hat etwas von einer Apfelsinenkiste. Im nächsten Schritt habe ich den Fehler beim Asteinschluss entfernt und die Schnittkanten etwas angeschliffen. Das Ganze etwas verleimt und natürlich zur Dreifachsicherung verschraubt. Man weiß ja nie. Ocker, Rot und Schwarz mit viel Wasser, um das Holz ein wenig zu färben. Und ja, ich denke, das Tablett wirkt alt und schäbig. Ihr habt da sicher ein besseres Händchen für. Aber ich schätze, dass dieser Test sehr gut zeigt, dass schon ganz schön massive Projekte damit gemacht werden können. Weg vom kleinen Fensteranhänger. Der kleine Superman von Creality. Auch ihn möchte ich euch nicht vorenthalten. Er wartet wie auch der Vogel auf der Speicherkarte. Öffnet man ihn in Lightburn, sind die Parameter für 2 mm Pappelsperrholz voreingestellt, für die Gravur mit 6000 mm pro Minute und 40% Leistung. Und der Bildmodi ist Jarvis. Der Schnitt hat eine Geschwindigkeit von 700 mm bei 100% Leistung. Ein Durchgang. Möchte man eine Datei von Karte starten, muss diese im Hauptverzeichnis der Karte liegen. Graviert wird immer die neueste Datei auf der Karte. Da es hier keine weitere Steuerung gibt, lässt sich zwischen mehreren Dateien nicht wählen. Karte einlegen, Laser starten. Über die Druckfelder kann der Laser nun an eine gewünschte Position gebracht werden und dort mit einem Frame den Außenrahmen des Motivs abformen. Was für mich ein absolutes Plus ist, auch ohne Kartennutzung kann man hier die Pause-Taste nutzen. Parameter Gravur.
Ein Parametertest für die Gravur ist unerlässlich. Man sollte dieses generell mit allen Materialien machen. Wie sicher schon oft erwähnt, jedes Material ist anders. Pappel, Sperrholz. Auch für diesen Laser. Trotz sehr tiefer Modulblende und dem Sichtschutz gilt auch hier zwingend eine Schutzbrille. Zu einem Laser sollte man immer ein gutes Honeycomb, eine feuerfeste Unterlage, ein Gehäuse, eine Absaugung und eine Schutzbrille in der genannten Wellenlänge einplanen. Der Gravurbereich 2000 bis 25.000 mm pro Minute von 10 bis 100%. An diesem Test sieht man gut, dass 22 Watt mehr sind wie 20 Watt. Parameter Schnitt Pappel Sperrholz 4 mm. Auch wenn dieser Test nicht wirklich spannend ist, kann man sehr gut den Vergleich zu anderen Lasern machen, da ich diesen Test bei jedem mache. Was man gut sieht, die Kreise sind rund und geschlossen. Die Schnittleistung für 80% können sich sehen lassen. Schiefer. Hier kommt noch einmal mein kleines Bärchen zum Vorschein. Zur sauberen Positionierung habe ich mir wieder eine Schablone geschnitten, um die Schieferplatte sauber einlegen zu können. Dafür habe ich mir ein Brett fixiert. Und einen Rahmen in der Größe der Schieferplatte geschnitten. Das Bärchen habe ich dann mittig positioniert. Über Bild anpassen lässt sich der Bildmodi für das Bild einstellen. Da ich nicht möchte, dass der Bär weiße, also hellere Augen bekommt in der Gravur, muss die Gravur als Negativbild graviert werden. Neben DPI und Modi können noch die Graustufen angepasst werden, sowie die Bildberechnung. Für gute Einstellungen benötigt man ein wenig Zeit und Experimentierfreudigkeit. Dennoch meine Gravureinstellung 9800 mm pro Minute, 45% maximale Leistung, 10% für die minimale Leistung. Mein Fazit. Hat mich der Falcon 2 nun überzeugt? Würde ich Noten vergeben, bekäme eine 2+. Der Laser ist unglaublich robust und hat ein absolut hervorragendes Kabelmanagement. Das habe ich bei einem Diodenlaser noch nicht besser gesehen. Allein beim Anfahren des Startpunkts bei der Homefahrt steht er wie eine 1. Hier braucht man sich keine Sorgen machen, dass er womöglich versetzt startet. Was mich überrascht hat, seine Geschwindigkeit beim Anfahren zu einer Rahmenforderung. Er trödelt einfach nicht. Auch seine Schnittleistung hat mich überzeugt. Sein Sicherheitskonzept rundet das Ganze natürlich ab. Das Quäntchen zu 1 ist dann mehr eine Kleinigkeit. Das Modul ist so gut vor Einsicht geschützt, dass man unbedingt einen festen Anschlag und einen festen Punkt zur Ausrichtung benötigt, um die Materialien mit einer XY-Ausrichtung zu positionieren. Ich würde empfehlen, ihn an die Beine rechts und vorne anzulegen und seinen absoluten Nullpunkt zu ermitteln. Wer es mag, kann aber natürlich auch mit einem Raster arbeiten. Und ich denke, er könnte eine schönere Farbe haben. Ich danke Creality für diesen wirklich tollen Laser. Ich denke, er wird weit oben auf meiner besten Liste stehen. Ich hoffe, auch ihr hattet wieder Spaß daran zu sehen, was ich alles falsch gemacht habe und seht es mit Humor. Wer mehr sehen mag, darf mich gerne abonnieren. Ich komme dann auch ganz bestimmt wieder. Ich freue mich auf euch, dicke Dragonküsse.